Erneut sorgt eine Buchpassage über die britische Royal Family in England für schockierte Reaktionen. Im Mittelpunkt steht diesmal Herzogin Camilla und was sie angeblich zu Prinz Harry gesagt haben soll. Es ist gut ein halb Jahre her, da erhob Herzogin Meghan ein Gespräch mit Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gegen die Familie über das Thema des Prinz Harry. Daher keine verwunderlichen Neuigkeit. Es ist überhaupt nicht schockierend, dass Camilla Parker Bowles das gesagt hat. Rote Haare und Afros sind beide verpönt, au soll das Paar, dessen Kind sie verachten, natürlich beides haben, erwiderte daraufhin eine andere Nutzerin. Frau von Prinz Charles von 75. Von der Hitzfigur zur Königsgemahlin, der Aufstieg von Herzogin Camilla, weder Prinz Harry noch Herzogin Meghan haben sich zu den Passagen aus Tom Bowers Buch bislang geäußert. Und auch Clarence House, der Sitz von Prinz Charles und Herzogin Camilla, schweigt bislang. Allerdings ließen Quellen aus Camillas Umfeld verlautbaren, bei der Geschichte handele es sich um Unsinn. Bellen, from the Royal Daily Mail.